Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Update-Video. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Es ist gestern einiges passiert. Wir traden bei Bitcoin bei 21.746 US-Dollar, haben genau unseren Buy-Entry, also genau unseren Entry für unseren Trade abgeholt. Habe ich auch auf Telegram nochmal gepostet, da auf jeden Fall nochmal dazu mehr. Dann müssen wir uns natürlich auch nochmal der Thematik BUSD widmen. Gestern haben wir das auch nochmal angeschaut, aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr wichtig, heute schauen wir uns noch einen Altcoin an, deshalb unbedingt dranbleiben. Wenn du hier kostenlos abonnieren möchtest, würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Deshalb lass gerne auf jeden Fall mal ein Like da und gerne auch abonnieren. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go! Alright, gut, also starten wir rein. Wir sind auf dem 4-Stunden-Chart. Das Video nehme ich jetzt nochmal auf, weil mein Aufnahmetool OBS das Ganze nicht aufgenommen hat. Also da kommt natürlich richtig Freude auf. Gut, also schauen wir uns das Ganze an. Wir sind auf dem 4-Stunden-Chart und wie du ganz gut sehen kannst, haben wir hier wirklich einen wunderschönen Bounce reinbekommen bei unseren 21.400 US-Dollar. Diese 21.400 US-Dollar haben wir uns ja auch schon in den letzten Tagen immer sehr, sehr genau im Detail angeschaut, auch wo wir hier oben noch getradet haben. Habe ich immer wieder gesagt, Leute, die 21.4, da muss ein Bounce kommen, ja, und das sieht im Moment danach aus. Zwar sind wir hier noch in einer Konsolidierungsphase, aber wir haben genau auf den 21.400 US-Dollar genau erstmal unseren schönen Bounce hier reinbekommen. Was sehr spannend ist, ist nämlich folgendes, da kommen sehr wichtige Level zusammen, nämlich einmal unser VWAP. Zum anderen dann auch nochmal unser 200er EMA auf dem Tageschart und dann haben wir auch nochmal hier sehr viel Liquidität liegen gehabt. Die wurde gestern dann auch via Bookmap hier abgeholt, das heißt 1000 Bitcoin wurden hier unten absorbiert und deshalb gab es hier diesen kleineren Bounce nach oben. War dann auch wirklich hier ganz gut, ja, sieht man knappe 500 US-Dollar für einen kleinen Skype-Trade gestern, wirklich wunderbar. Deshalb, wenn du da auch nichts verpassen möchtest, würde ich dir empfehlen, einfach in die kostenlose Telegram-Gruppe zu kommen. Link findest du unten in der Videobeschreibung, sind mehr als 11.000 Leute hier drin und da habe ich das Ganze gestern auch hier euch die ganze Zeit immer up to date gehalten, habe immer wieder gesagt, hier passt auf, wenn wir hier runtergehen, jetzt müssen die Bullen reinkommen und so weiter und so fort, habe ich dann auch nochmal hier Updates gegeben und wann es dann Zeit war, Profite zu realisieren und den Stop-Loss auf den Einstieg zu setzen. Also Link auch hier unten in der Videobeschreibung. Für den 4-Stunden-Chart wird es natürlich jetzt sehr spannend, denn wie du ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, dass wir genau auf unserem 200er EMA jetzt hier laufen. Und das wird nämlich jetzt ein sehr interessantes Level werden, denn dieser 200er EMA muss natürlich jetzt als Support sehr stark sein und vor allem jetzt erstmal halten. Das heißt, wir wollen jetzt von Bitcoin sehen, dass Bitcoin genau dieses Level, wo wir jetzt gerade drin sind, hält. Aber heute ist wieder Inflationstag. Ja, du hast richtig gehört, es kommen die Inflationszahlen von den USA vom Januar. Und das um 14.30 Uhr, also vorbörslich. Um 13.45 Uhr bin ich auf diesem YouTube-Kanal für dich live. Deshalb unbedingt heute dann, wenn du Zeit haben solltest, mit dabei sein. Würde mich das sehr freuen. Vielleicht bekommen wir ein paar Leute zusammen, um uns dann genau diese Inflationszahlen anzuschauen. Denn sollten wir besser sein als die Prognose, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir wirklich einen massiven Move auch nochmal bei Bitcoin sehen. Sollten wir schlechter sein als die Prognose, gehen die traditionellen Märkte sehr stark nach unten. Also Volatilität kommt auf jeden Fall rein, egal welche Zahlen rauskommen. Ja, sollten wir schlechter sein als die Prognose, müssen wir davon ausgehen, dass wir hier nochmal auf die 21.400 Dollar durchaus nach unten fallen können. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, denn wenn wir es jetzt dann hier nicht nochmal schaffen, hier einen Bounce dann reinzubekommen, dann, Leute, haben wir immer noch bei 20.000 US-Dollar unser CME-Gap. Das muss euch immer im Hinterkopf sein. CME-Gap ist immer noch da. Also das auf dem 4-Stunden-Chart auf jeden Fall mal im Auge behalten. Dann gehen wir noch rein in den 15-Minuten-Chart und schauen uns den 15-Minuten-Chart an für alle Daytrader unter euch. Und schauen uns einfach jetzt mal an, was in der Nacht passiert ist. Und zwar, wir hatten dann hier auch wunderbar diese schöne V-Formation, hatten diesen kleinen Wick hier nach unten. Ja, aber was man auch nochmal hier schön sehen kann, auf den 15-Minuten-Chart haben wir genau unsere Kerzen-Closes, also der Schluss der Kerze hier, genau auf unserem S1-Level gehabt. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil das S1-Level wurde auch hier nochmal angelaufen, auch nochmal hier. Und der 15-Minuten-Close war genau auf diesem S1-Level, hatten dann
dann hier wirklich einen schönen Rejection Wick. Also wir sind nach unten. Hier wurden dann sehr viele Long-Positionen eröffnet. Sehr viele Long-Positionen sind dann hier in den Markt reingekommen, sind nach oben gestiegen. Und selbst nochmal vor unserem Daily Close haben wir hier einen massiven Move gesehen von unseren Vector Candles. Und das können wir uns auch nochmal gleich im 15-Minuten-Chart anschauen. Dann haben wir hier unseren Daily Open jetzt hier gehabt, ja, und testen das Ganze jetzt hier live erstmal an. Sollten wir hier drüber kommen, will ich jetzt sehen, dass wir hier einen schönen Retest hier nochmal sehen und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir nochmal auf unser Yesterday High gehen, also auf unser gestriges Hoch. Kurz davor bei 21.869 US-Dollar kommt aber erstmal Widerstand. Das war dann hier auch nochmal gestern der Fall. Wir sind hier mehrere Zeit jetzt nicht hier drüber gekommen. Und was jetzt sehr spannend war, grüne Vector-Candle, blaue Vector-Candle, rote Vector-Candle, lila Vector-Candle. Also alle Vector-Candles, die man sich vorstellen kann, haben wir hier reinbekommen. Und das ist dann hier auch nochmal ein Zeichen dafür, dass das hier wirklich sehr, sehr starker Widerstand ist. Das heißt, kurzfristig gesehen, falls wir nochmal weiter nach oben kommen sollten auf die 21.869, kann man davon ausgehen, dass wir hier nochmal durchaus hier rejected werden. Ja, sollte allerdings jetzt hier sogar schon unser Daily Open jetzt hier erstmal als Widerstand dienen, was immer sehr wahrscheinlich ist, dann kann man davon ausgehen, dass wir auf unseren Pivot Point gehen und möglicherweise sogar nochmal hier unsere Vector Candle hier abholen. Stand jetzt, wie das im Moment gerade ein bisschen aussieht, scheint es so, als würde Bitcoin hier durchpushen wollen und auf die 21.869 Dollar laufen. Was passiert denn, wenn die 21.869 Dollar durchbrochen werden, dann ist das nächste Preisziel hier oben die knappe 22.000 US-Dollar. Ja, wir hatten dann hier auch noch mal ein bisschen Probleme bei 21.919. Also das sind so, ja, und du merkst schon, ne, das sind so die Widerstandslevel, die uns einfach jetzt hier alle 100, 200 Dollar reinkommen. Aber die sind halt wirklich sehr, sehr wichtig. Die muss man sich immer anschauen, vor allem als Daytrader. Wenn du Swingtrader bist oder irgendwie Positionen nur zum Nachkaufen verwendest oder nur ein Hodler bist, dann ist natürlich der 15-Minuten-Chart für dich total uninteressant. Ja, das ist mir natürlich auch klar. Aber weil wir sehr viele Leute haben, die hier traden in meiner Community, ist der 15-Minuten-Chart für diese am wichtigsten. Long Entry würde ich jetzt hier nicht mehr wagen, denn der Long Entry war hier unten, wie ich es euch gesagt habe, bei den 21.400 Dollar, habe ich ja auch nochmal in die Telegram-Gruppe gepostet. Jetzt heißt es erstmal abwarten und schauen, was passiert. Sollten wir durch die Inflationszahlen heute hier nach unten fallen, müssen wir genau hier wieder so einen schönen Bounce reinbekommen, aber das schauen wir uns ja heute alles im Detail nochmal auf meinen YouTube-Kanal an und zwar im Livestream. Dann habt ihr euch gewünscht, dass wir uns einen Altcoin anschauen und zwar Harbor. Ja, was ist Harbor? Also dieser wurde hochgevotet von euch und zwar mit knappen, ich glaube 25 bis 30 Likes. Ja, und was ist Harbor? Harbor ist Hedera. Ja, also Hedera ist sehr, sehr spannend und ein wirklich sehr interessantes Projekt, denn es ist ein quelloffenes öffentliches Netzwerk, das von führenden Organisationen auf der ganzen Welt verwaltet wird. Der Hedera Governing Council, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein vollständig dezentralisiertes und transparentes Leitungsgremium unabhängiger globaler Organisationen, bestehend aus Unternehmen, Web3-Projekten und renommierten Universitäten. Und jetzt wird es nämlich spannend. Und zwar, wenn man sich nämlich mal anschaut, welche großen Firmen und vor allem Tech-Firmen dahinter stehen, ist das wirklich richtig, richtig krass. Und zwar, wenn man sich das mal anschaut, sieht man jetzt hier einen kleinen Auszug von den größeren Firmen, die da mit drin hängen. Und zwar, wenn man sich das anguckt, haben wir einmal Boeing, wir haben einmal Google, wir haben einmal Ubisoft, wir haben einmal IBM, wir haben einmal LG, ja, wir haben nochmal die Telekom. Also, du siehst, es sind hier wirklich massiv große Firmen hier drin. Jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, warum investieren die da rein oder wieso sind die genau hier bei Hedera? Ganz einfach, wenn zum Beispiel jetzt Boeing sagt, sie möchten ihren Ticketverkauf jetzt über eine Blockchain machen oder sagen wir mal wirklich halt hier über Krypto abwickeln, dann macht Hedera das. Dann ist das Hedera-Netzwerk für sie das A und O, um diesen Schritt reinzumachen in diesen Kryptosektor. Und das wird es nämlich dann jetzt hier interessant machen, vor allem für die Zukunft. Hier sieht man auch nochmal, wer hier alles nochmal mit am Start ist. Ja, hier nochmal ein paar kleinere Firmen. Also wirklich hier ein sehr, sehr spannendes Projekt. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, könnt ihr euch hier mal durchlesen. Ich persönlich habe vor 3 Tagen dort rein investiert.
wenn man sich es auch mal hier anschaut, wir haben eine Marktkapitalisierung von 2,2 Milliarden US-Dollar. Wir haben insgesamt 50 Milliarden Token, 26 Milliarden Token sind schon ausgegeben, also knapp über die Hälfte. Man muss sich natürlich jetzt auch eins dazu sagen, ja, viele sagen, boah, 50 Milliarden Token, mega viel. Ja, aber denkt mal dran, was diese Firmen an dieser Stelle hier umsetzen. Zum Beispiel Google, IBM, Deutsche Telekom, Dell, ja, ist ja alles mit am Start, Boeing, ja, was die im Jahr an Gewinnen machen, das sind diese, obala, sorry, verklickt, das sind nämlich diese 2,2 Milliarden, wo da gerade drin stecken, wirklich absolut gar nichts und dieser Preis noch sehr, sehr lukrativ. Jetzt können wir uns nämlich das mal anschauen, wo stehen wir da nämlich im Moment, wie sieht es da im Moment aus? Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, hier können wir noch auf Gesamt stellen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Und zwar traden wir bei Harbor im Moment bei 0,0866. Wir haben jetzt hier einen massiven Anstieg gesehen, ja, von knappen 172% seit unserem Bärenmarkt tief. Hat natürlich jetzt auch damit zu tun, ihr seht es auch hier, ja, Harbor hat auch massiv auf die Mütze gekriegt durch unseren Bärenmarkt, was wir jetzt hier gesehen haben. Ja, erholt sich jetzt aber hier so langsam wieder. Und wir sind jetzt hier von einem All-Time-High gekommen bei knappen 57 Cent. Ja, und jetzt traden wir bei 0,08. Also sehr interessant, vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, okay, ja, wir sind jetzt hier auf einem sehr spannenden Level. Wir haben den 200er Daily EMA nach oben hin durchbrochen mit einer schönen Konsolidierungsphase. Die seht ihr auch hier nochmal ganz gut. Und wenn man sich das hier einfach mal anschaut, wie das im Moment hier aussieht, ja, ist es einfach so, dass genau diese Zone hier unten bei 0,07, 0,06, die muss unbedingt halten. Sollte diese nämlich dann hier nicht halten, gehen wir rein in die Minus Distribution und dann sind wir nochmal bei 0,05 bzw. 0,048. Das heißt, das wäre auf jeden Fall Nachkauflevel. Das perfekte Nachkauflevel, wer da rein investieren möchte, keine Finanzberatung an der Stelle. Und dann nochmal hier an dieser Stelle ist natürlich auch nochmal ein sehr gutes Nachkauflevel. Genau hier bei diesem 0,07, by the way, habe ich eingekauft. Also genau hier bei diesem Wick hier nochmal hier unten bei diesem 200er EMA. Und ja, da wird es natürlich jetzt sehr spannend werden. Ich persönlich halte da sehr viel, ist vor allem sehr gutes Potenzial. Ja, da steckt wenigstens mal was dahinter und da stecken sehr große Tech-Firmen dahinter. Und da wird es natürlich dann interessant werden. Potenzial hat das Ding auf jeden Fall wieder hier Richtung 24, 25 Cent zu gehen. Vor allem, wenn wir über 10 Cent kommen. Sollten wir über die 10 Cent Marke kommen, sieht da auch nochmal hier ganz schön, wann kommt erst größeres Volumen rein. Das kommt eigentlich erst so hier bei 20 Cent in diesem Bereich hier rein. Also genau da, wo wir hier an dieser Stelle getradet haben. Das heißt, sollten wir wirklich dann auch über den 800er EMA noch drüber kommen in die Minus Distribution rein, ist der Weg frei Richtung 20 Cent. Deshalb vielen lieben Dank. Ihr habt das Ganze hochgevotet für 25 Likes, glaube ich. Auch hier heute habt ihr wieder die Möglichkeit, euren Altcoin nach oben zu voten. Ganz wichtig, er muss auf Binance gelistet sein, ja, um dann hier analysiert zu werden. Deshalb, wenn du da Bock drauf hast, gerne deinen Altcoin deiner Wahl unten reinschreiben in die Kommentare. Also habe auf jeden Fall sehr gutes Potenzial. Dann schauen wir uns noch kurze News an und zwar war es ja so, dass wir hier bei BUSD, ja, das Thema will ich auch gar nicht mehr so ausschlachten, ich habe gestern sehr, sehr viel darüber geschrieben, sehr viel auch gepostet in den Telegram-Gruppen und auf meinen Social-Media-Kanälen. Also BUSD ist ja im Moment so der Stablecoin von Binance, hat jetzt die Ausgabe erstmal gestoppt von diesen Stablecoins, weil die SEC ein Verfahren einleiten möchte. Das ist genau der Witz, es ist noch gar nicht offiziell eigentlich, ja, und die haben offiziell noch gar kein Schreiben eigentlich bekommen, sondern sie erwähnen es, ja, also die SEC erwähnt es, ja, das Ganze hier mit Paxos hier zu verklagen. Paxos hat gleich einen Rückzieher gemacht, hat den Stablecoin komplett eingestellt, aber das wisst ihr natürlich von gestern. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne mal einen Daumen nach oben da, würde mich sehr drüber freuen und natürlich kostenlos diesen Kanal abonnieren und dann erfährst du genau immer, wann ich online bin. Von Montag bis Sonntag gibt es immer ein Update-Video, damit du dich perfekt auf deinen Trading-Tag vorbereiten kannst. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und wie immer, dein Basti, bis heute Nachmittag. Ciao, ciao.